Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Black is Beautiful Box von The Boss Hoss. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Black is Beautiful von The Boss Hoss, das Ganze am 26. Oktober 2018 erschienen. Wir haben hier eine quadratische Box. Und bevor wir die Folie abmachen, lesen wir hier noch, was wir auf dem Sticker hier geschrieben haben. Und zwar lesen wir hier, Limited Deluxe Flask Fanbox. Also Flask ist Englisch und bedeutet so viel wie Flasche bzw. Flachmann. CD-Album, 13 neue Tracks, exklusiver Black is Beautiful Flachmann, da wären wir schon beim Thema. The Boss Hoss, Bandana, Bandfoto, Leporello, Bonus, DVD mit Making-of zum neuen Album. FSK 12 haben wir ebenfalls, der dürfte der DVD hier geschuldet sein. Dann öffnen wir das gute Stück mal. Wir machen hier die Folie ab, am besten hier seitlich einstechen. Dann kann man das hier schön abmachen, jawohl. Und wir sehen, der Sticker war gar nicht auf der Folie, wie man jetzt sieht, sondern er war hier wirklich auf der Box drauf. Ja, muss man dann schauen. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Sticker gut abnehmbar ist, dass die Optik bzw. das Material der Box nicht beschädigt wird. Wir schauen mal ganz kurz. Jawohl. Also, das gefällt mir gut, wie das hier gelöst wurde. Sticker, das heißt der FSK 12 Sticker oder manche drucken es ja auch auf die Box. Das ist immer besonders unnötig in meinen Augen. Das bedeutet, die Box und die Optik der Box sind hier nicht irgendwie beeinträchtigt und wir können das Ganze jetzt so in Ruhe ansehen. Also, wir haben hier eine schwarze Box und dann mit schwarzem Glanzaufdruck hier dann so diverse Zeichen, Symbole und Verzierungen drauf. In der Mitte lesen wir dann in dieser orange-gelben Schrift Black is Beautiful. Dann haben wir hier eine Schlange, die hier von einem Blitz durchbohrt wird und darunter dann The Boss Hoss. Dieses Design zieht sich hier komplett durch, also die ganze Box hier in diesem Schwarz mit diesem glänzenden Aufdruck. Sieht echt sehr edel aus. Jawohl. Auf der Rückseite haben wir dann auch wieder hier Symbole und wir haben dann hier die Tracklist. Insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier dann nochmal die Info, was sich in dieser Fanbox befindet. Das wissen wir bereits, Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist, schauen wir mal, jawohl, keine reguläre Klappbox, sondern man kann den Deckel wirklich abnehmen, gefällt mir gut. Und, das habe ich überhaupt noch nie gesehen, der Deckel ist innen auch nochmal gestaltet. Also wir sehen hier auch wieder in diesem schwarzen Glanzaufdruck, Black is Beautiful, The Boss Hoss. Also, das ist wirklich sehr schöne Detailarbeit, der Deckel ist auch echt schwer, die Box echt dick und hochwertig. Wir haben hier einmal einen kleinen Karton, da dürfte sich wohl der Flachmann drin befinden. Dann haben wir sogar einen kleinen Trichter mit dabei. Das Album an sich im Standard Jewel Case. Dann die Bonus DVD im Digisleeve in einer Papphülle. Dann dieser Foto Leporello nennt sich das. Dazu kommen wir auch noch. Und dann haben wir hier natürlich auch noch das Bandana. Und es war nicht nur der Boxdeckel innen noch verziert, nein, hier auf der Boss-Unterseite, auf der Box-Unterseite, also hier der Boxboden, ist auch nochmal hier so speziell gestaltet. Echt schön gemacht. Wir machen die Box mal wieder zu. Kommt derweil zur Seite. Und nachdem das Album hier noch eingeschweißt ist, werden wir das mal hier aus der Folie befreien. Jawohl. Gut. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier die beiden Herren. Einmal hier Boss Burns und einmal Hoss Power. Die beiden Herren hinter The Boss Hoss. Und dann haben wir hier so einen, ja, so eine zersprochene Glasscheibe, so eine zerbrochene Spiegeloptik. Und was spannend ist, dass hier Hoss in diesem Fall hinter diesem Glasbruch zu stecken scheint. Und das Boss hier davor steht. Also, sehr interessantes Cover. Hier lesen wir dann auch wieder den Albumtitel plus
The Boss Hoss. Standard Jewel Case kommt hier mit so einem schwarzen Balken auf der Seite. Auf der Seite lesen wir dann hier auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite klarerweise nochmals die Tracklist. Also, wie gesagt, 13 Tracks an der Zahl. Credits und Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick in das Innenleben. Wir machen hier als erstes mal das Booklet raus. Und zwar haben wir hier, jawohl, sehr schön. Also wir haben hier wirklich die Track-Texte abgedruckt. Das gefällt mir gut. Wir haben hier einmal, das dürfte wohl Boss sein, der hier vor einem dampfenden Boxsack steht und hier auch die Bandagen schon abgerollt. Und hier auch wieder dieses Element, das wir schon vom Cover kennen. Also hier ist es dann wirklich ein zerbrochener Spiegel. Eventuell sogar von ihm eingeschlagen, man weiß es nicht. Aber es gefällt mir auf jeden Fall gut, dass man die Lyrics hier abgedruckt hat. Ich bin generell ein Riesenfan davon, wenn man die Lyrics immer mit ins Booklet packt. Sollten meiner Meinung nach viel mehr Leute tun. Gut, dann haben wir hier den Herrn Hoss, ebenfalls mit Bandagen. Dann hier nochmal weitere Aufnahmen plus weitere Texte. Und ihr seht schon, das ganze Booklet ist relativ düster gehalten, hier in diesem Schwarz-Weiß, passend natürlich zum Albumtitel Black is Beautiful. Die beiden Herren ja auch fast immer schwarz angezogen. Daher das Artwork durchaus passend, genauso wie der Albumtitel. Gut, dann haben wir hier auch noch die genaue Aufschlüsselung, wer eigentlich so die Menschen hinter The Boss Hoss sind. Das sind ja nicht nur die beiden, die man so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, sondern es sind auch noch einige Menschen dahinter. Hier seht ihr sie im Detail. Jawohl. Und dann noch die Album-Credits. Gut. Sehr umfangreiches Booklet. Nicht nur wegen der Texte, sondern auch echt sonst jede Menge Infos. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus. Wie auch schon die Box hier mit diesem schwarzen Glänzeraufdruck. Lesen wir hier wieder Black is Beautiful. So sieht das aus. Genauso wie hier. Da haben wir auch wieder diese Schlange mit dem durchbohrenden Blitz. Dann haben wir, bevor wir zu den harten, zu der Hardware kommt, haben wir dann hier auch nochmal einen Bonusinhalt, und zwar die Bonus-DVD. Hier allerdings der 12er nicht aufgeklebt, sondern hier aufgedruckt. Schade, beeinträchtigt natürlich etwas die Optik. Hätte man hier vielleicht mit einem Sticker lösen können. Also, die Bonus-DVD. Und was befindet sich hier drauf? Jawohl, wir haben hier einmal Behind the Scenes, bedeutet mehr oder weniger so Making-of des Albums. Und dann haben wir hier zwei Videos dabei. Und zwar einmal das hier, Ayo, Ayo in der Black is Beautiful Version und einmal in der Colored Version. Ja, war ja bis dato, glaube ich, die einzige Videoauskopplung, die es zu dem Album gibt. Von daher macht es durchaus Sinn, dass man die hier draufgepackt hat. Einmal in Schwarz-Weiß, einmal in Farbe. So sieht das aus. Auch hier wieder die Schlange mit dem Blitz. Und sogar hier das Innenleben dieses Digisleeves, das habe ich überhaupt noch nie gesehen, auch in Schwarz. Also nicht so regulär Weiß-Karton, wie man es kennt. Nein, sogar das hier wurde schwarz eingefärbt. Also wie gesagt, wie auch schon bei der Box, Liebe zum Detail. Dann haben wir eine Fotostrecke hier mit dabei. Und zwar nennt sich das Foto Leporello. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas schon öfter gesehen, wusste aber bis dato nicht, dass man das Leporello bezeichnet. Und zwar ist das so ein Fotobogen, beziehungsweise ja, so ein Fotobuch fast schon. Wir haben hier eben jede Menge Fotos der Bandmitglieder. So sieht das aus. Mit diversen Zitaten und Textzeilen unterlegt. Also hier echt jede Menge Fotos mit dabei. Das Ganze in so einer Karton, ja, oh ja, so Karton gestaltet. Und dann haben wir hier weitere Fotos. Also, das kann man sich gut irgendwie an die Wand hängen, muss man sich natürlich dann für eine Seite entscheiden. Oder, wenn man wirklich möchte, könnte man das Ganze natürlich hier trennen, durchschneiden, wie auch immer. Ich werde meine auf jeden Fall zusammenlassen, die Fotos, und das so aufbewahren. Schöne Sache, echt selten in Boxen. Was es allerdings schon häufiger in Boxen gab, das haben wir jetzt hier auch dabei, und zwar haben wir ein Bandana.
So sieht das aus. Also von der Optik her, wie auch schon das Box-Design. Wir haben hier in der Mitte wieder diese Schlange, dann natürlich der Albumtitel, die Interpreten und dann hier diese diversen Elemente von Karten über Schlangen, Totenköpfe, Kartensymbole, hauptsächlich Pik und ja, diverse Pünktchen, Sterne, Zierleisten, alles mit dabei. Also, so sieht die Rückseite aus. Das Ganze ist quadratisch und kann man natürlich dann individuell verwenden zum ja, Motorradfahren, zum Maskieren, als Halstuch, wie auch immer man möchte. Und dann haben wir noch zusätzlich einen Flachmann mit dabei. Dieser kommt in diesem Kartonschächtelchen. Hier lesen wir auch noch TBH. Black is beautiful, ist sonst hier nichts weiter drin. Dann machen wir das Schächtelchen mal zur Seite. Und so sieht er dann aus. Also wir haben hier wirklich einen Flachmann in so einer Benzinkanister-Optik. Auch hier wieder gebrandet, nicht nur aufgedruckt, sondern hier wirklich das Ganze auch greifbar, spürbar. Das Ganze hier entsprechend eingestanzt. TBH, Black is beautiful, so sieht er aus. Es gab hier schon diverse Flachmänner in diesen Deluxe-Box mit dabei. Allerdings waren die dann meistens so regulär. Also es gab dann meistens so dieses Standard-Design und die waren dann eben vorne gebrandet. Was mir hier gut gefällt, dass dieser wirklich optisch mal was Einzigartiges ist. Also hier hat man dann wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal. Der ist schön gestanzt von beiden Seiten und dann auch wirklich in dieser Benzinkanister-Optik. Und sogar hier oben, kann man das sehen? Jawohl, sogar hier oben die Verschlusskappe ist ebenfalls mit einem Blitz gebrandet. Also den kann man dann gut befüllen und weil das hier etwas schwierig ist, weil die Öffnung etwas kleiner ist als bei regulären Flachmännern, hat man schlauerweise direkt so einen Trichter mitgeliefert. Bedeutet, wenn ihr euren Benzinkanister füllen wollt, wie auch beim Auto tanken oder generell an der Tanke, hat man dann hier so einen Trichter dabei. Das ist echt schön und da kann man dann hier natürlich deutlich einfacher diesen Kanister befüllen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Flachmann plus der dazugehörige Trichter. Dann haben wir diesen Foto oder dieses ja, diesen Foto-Faltebogen, Leporello nennt es, wie ihr möchtet, Fotobuch. Dann haben wir die DVD mit dem Making-of und den zwei Videoauskopplungen. Das Bandana und natürlich das Album an sich, das achte Album von The Boss Hoss im Standard Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Black is Beautiful von The Boss Hoss. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr The Boss Hoss unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.